Auf Streife in Prenzlauer Berg werden Lea Held und Adam Sestrich Zeugen einer handfesten Auseinandersetzung vor einem Freibad. Eine Frau braucht dringend Unterstützung. Hey, ihr habt sie mal Ruhe. Jetzt ist mal Ruhe, was ist los? Ja, das hier. Die belästigt hier, die Schwimmgäste, über die Handtücher, die nur Beschwerden. Okay, Sie möchten jetzt Hausverbot erteilen, richtig? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die braucht sich hier nicht mehr blicken lassen. Ich habe doch gar nichts weiter getan. Ich bin ein bisschen sehbehindert auch noch und gehbehindert. Das geht doch alles gar nicht. Wie gehen Sie denn mit so den Leuten so um? Das geht auch anders. Wir haben auch andere behinderte Gäste, die können sich ganz normal integrieren. Was Sie hier veranstaltet haben, das geht gar nicht. Und es kann nicht sein, dass ich wegen Ihnen meine Badegäste hier verlieren. Seien Sie doch mal nicht so pingelig, Gute Frau, haben Sie Ausweis für mich? Ja, habe ich. Sie ebenfalls? Ja, da haben Sie Glück, dass Sie das Portemonnaie gerade in der Tasche haben. Er hat natürlich das Hausrecht. Und wenn sich mehrere Badegäste beschweren, muss man natürlich immer gucken, was ist passiert. Wenn Sie natürlich allen über die Handtücher fahren, ist natürlich nicht... Das war ja nicht meine böse Absicht oder so. Ich habe es ja nicht richtig gesehen. Das kann ja auch mal passieren. Aber Sie machen das ja überall. Ja, Menschen, die körperliche Beeinträchtigungen haben oder Behinderungen haben, kann man einfach nicht so anpacken. Dass man vielleicht bestimmt an gewissen Sachen ist, ja, aber sie sind immer körperlich behindert und das Anpacken und Anfassen obliegt, wenn dann schon uns, dann ruft man uns zu Hilfe, aber das in dem Fall geht gar nicht, das ist auch meine persönliche Meinung, da muss man jemanden nicht so körperlich angehen. Ist jetzt irgendwas passiert oder haben Sie der Dame noch rausgeholfen? Das sah jetzt nicht gerade sehr nett aus, sagen wir es mal so. Das war sehr übelhaft gewesen von Ihnen. Normalerweise bin ich nicht so, aber wie die sich veranstaltet hat, benommen hat, das geht gar nicht. Trotzdem geht es, wir müssen unbedingt helfen. Die junge Frau wurde offenbar beklaut und vermisst eine Kette und ihr Handy. Bevor sich die Beamten im Schwimmbad genauer umsehen können, passiert vor ihren Augen die nächste Straftat. Hey, komm mal weg da, Polizei, komm weg da. Gib mir die Kamera. Weg da, weg da. Hallo, hallo, hey. So, Sie kommen raus, rauskommen. Gib mir die Kamera, du Perverser. Was ist hier los? Er hat mich ständig untergestuckt. Ich habe keine Ahnung, was er von mir will. Einmal nicht hier am Wasser, das kann doch nicht sein. So, was geht's denn hier? Der Perverse filmt die Frauen hier und meine Freunde unter den Beinen und sowas. Machen Sie mal ab von Ihrem Handgelenk. Ich bin gerade eine Runde hier rumgeschwommen und er hat mir bestimmt 20 Minuten gefolgt und hat mich gefilmt. Ich habe das dann irgendwann mitbekommen, dass er die Kamera in der Hand hält. Ich habe nur Selfies von mir gemacht. Selfies von sich? Ja, Sie sind der Freund von ihr? Ich bin der Freund von ihr. Ich habe sie gesehen am Ihn kennen Sie nicht? Nee, sie kam zu mir und hat zu mir gesagt, sie wird gefilmt. Jetzt bin ich hergekommen, habe ich gesehen, wie andere Frauen und ihr zwischen die Beine filmt. Also die Kamera ist das ist ja nicht normal, ey. Während sich Polizeioberkommissarin Lea Held die Kamera vornimmt, bekommt Polizeiobermeister Adam Sestrich von der Leitstelle interessante Informationen über die seh- und gehbehinderte Dame. Wo ist die mit dem Rollator? Die Dame sitzt da. Wieso? Okay, und sie ist schon polizeilich bekannt. Hey, junge Dame, halt! Moment. Das geht ja relativ schnell. So gehbehindert kann sie ja nicht sein. Jetzt kann sie laufen, das ist ja interessant. Hinsetzen. Der Sachverhalt hier vor Ort war schon kurios. Wir hatten zum einen die Dame Rollator, die vom Bademeister rausgeschmissen wurde. Zum anderen kam eine zweite Person auf uns zu, die beklaut wurde. Dank dass Personen sich hier schlagen, das war schon etwas viel in diesem kurzen Zeitraum. Somit mussten Lea und ich erstmal prüfen, was hier eigentlich vorliegt, ob dieser Sachverhalt irgendwie zusammenliegt. Den Verdacht besteht jetzt erstmal, weil die Kamera ist auch so eingestellt, dass man jetzt nicht sich selber filmt, sondern andere halt, ne? Von der Einstellung schon her. Okay. Hey! Oh, gibt's doch gar nicht, ey. Komm mit. Geht das? Warum rennst du weg, hä? Warum rennst du weg? Ich rede mit dir. Das geht dir auch gar nicht an. Ich denke schon. Ich denke nicht. So, anderen Arm. So. Ja, alles gut. Also ich habe jetzt erstmal hier die Herrschaften alle mitgenommen. So, ja, das war ja eine sportliche Einlage. Was ist denn jetzt hier los? So, warum ist weggerannt? Ja, das klären wir jetzt erstmal. Bei mir werden Sachen unterstellt, was bestimmt. Ja? Das können wir doch vor Ort alles ruhig klären. So, Sie setzen sich jetzt erstmal hier hin. Da rennen wir doch nicht weg, oder? Ich hatte Angst. Wenn man nichts zu verbergen hat, oder? Ich hab nichts zu verbergen. Die Kamera also, Sie hatten Angst, sind einfach weggerannt. Genau. Ist das Ihr Auto? Personalausweis von Ihnen, damit war jetzt hier. Ich vermute mal, Fahrzeugpapiere sind alles drin, ne? Ja. Sorry. Schauen wir hier.
Ja, du Exe, zwei, was soll das? Was ist denn das? Sind das die Bilder? Na klar, das bin ich doch. Sind Sie das drauf? Das sind Sie, ja? Ja, also das heißt, die Kamera meine Erlaubnis machen lassen. Die Kamera lädt es also sofort auf den Laptop oder wie? Oder auf den Pad? Was bist du denn für Schwein, Mann? Ich hab's genau gesehen, ey. Genau aus dem Grund sind Kameras bei mir verboten. Deswegen bist du gerannt, oder? Naja. Ja. Mann, warum? Ich kann direkt, geht das mit der Kamera direkt da drauf. Was bist denn du für einer, ey? Sind da noch andere Personen gefilmt worden? Na, bestimmt. Na, das werden wir, müssen wir mal gucken. Er ist vorhin noch um mich drum herum geschwommen. Mann, was bist du bloß für ein Idiot? Hätte ich doch bloß Marcel mitgenommen, oder was? Du Bettnässer, irgendwann musst du doch auch mal ausziehen, verdammt. Ach, Mama, was soll ich machen? Das kann doch halt nicht wahr sein, Mann. Was soll ich machen? Marcel hat alle Tüte laufen. Das will ich nicht erwischen lassen. Schau mal hier. Ach, wird also gleich ins Netz geladen. Der lädt es echt hoch. Mit den Spanner-Videos wollte sich der junge Mann etwas Geld nebenbei verdienen. Damit ist allerdings immer noch nicht geklärt, wer für die Diebstähle im Freibad verantwortlich ist. Stehen Sie mal kurz auf, weil Sie waren ja eben noch völlig gehbehindert und jetzt auf einmal waren Sie ja voller Euphorie und haben hier eine Sporteinlage gemacht. Ich taste Sie mal kurz ab. Anscheinend hören Sie ja doch zusammen. Also zumindest haben Sie mit dem Sachverhalt was zu tun. Ja, kann ja auch Ihr Handy bleiben. Den Beutel einmal, das möchte ich sehen. Was hier drin? Meine persönlichen Sachen. Ja, das gucke ich, mir gleich an. Noch mal. Wie viele Handys besitzen Sie denn? Das eine ist mein Handy. Das kann nicht sein, das ist alles meins. Das ist von meinem Sohn. Nein, ganz sicher, das sind vier Bilder von den Handys. Also das ist wohl Ihr Handy. Mann drauf. Wo waren die? Nee, jetzt sind hier in dem Beutel. Und Sie erkennen eindeutig das Ihr Handy. Das ist meins, da sind die Bilder drauf. Die, machen, Sie mal, machen Sie mal kurz an, damit wir auch wissen, dass es Ihr Handy ist. Ja. Okay. Dann brauchen wir von ihr noch einen Personalausweis. Was ist hier? Schmuck? Ausweis dabei? Ja. Das ist Schmuck? Mein, das sind meine Ketten, die habe ich abgemacht. Ich wollte ins Wasser gehen. Das ist auch meine, das ist die, die ach, das ist alles Quatsch, verdammt zum 10. Hochzeitstag von meinem Mann bekommen habe. Also Sie wollten ins Wasser, deswegen haben Sie den Schmuck schon mal abgelegt. Ja, natürlich. Okay. Das war aber noch nicht genug, weil der Sohn wahrscheinlich meinte, er könnte sich damit auch eine schnelle Mark verdienen, indem er einfach mal leicht bekleidete Frauen, wo auch immer im Wasserbereich oder im Umkleidebereich, das müssen wir noch gucken, filmt und dieses einfach ins Netz stellt. Es gibt immer Abnehmer für solche Sachen. Es sind hier mehrere Verstöße, die vorliegen. Wahrscheinlich eine sexuelle Belästigung, Verstoß gegen Kunstübergesetz. Diebstahl kommt auch noch hinzu. Die Umstände, aus welchen Gründen oder wie das hier vonstatten ging. Und das ist, denke ich mal, auch noch ein bisschen strafverschärfend. Und dann werden wir sehen, was unterm Strich rauskommt. Der junge Mann muss sich wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs verantworten. Seine Mutter erwartet vermutlich aufgrund ihres Vorstrafenregisters eine Haftstrafe.